Möge die Macht mit euch sein. Möge die Macht mit euch sein. Bevor dein Zahnfleisch rot sieht, nimm grün. Listerin schützt effektiv vor Zahnfleischproblemen. Es entfernt bis zu 97% der Ich möchte euch natürlich was über Star Wars und dann soll jetzt derjenige was von Zahncreme mehr erzählen. Listerin, Werbung. Geht auch sofort bei Amazon auf, finde ich super stolz. Ich bin nämlich gerade auf der Seite von Star Wars. So, Star Wars, heute ist The Force Day, ja, der 4.5.2021 und was kriegen wir Neues? So, was bekommen wir Neues? Das hat mit Listerin nichts zu tun. So, diese Filme und Serien erwartet Star Wars Fans in den nächsten Jahren. Nächsten Jahren, so lange müssen wir warten, aber egal. So, may the Force be with you. May the Force be with you. Ja. So, Disney Plus natürlich. Ich muss immer ablesen, weil man mir das ja zugänglich und ich ja nicht weiß aus dem Kopf raus, was Neues ist. Neues macht Disney selbst, beziehungsweise veröffentlicht es bei Disney Plus. Und ich lese das gerade ab. So, The Bad Batch soll kommen. Dann Rogue Squadron, also irgendwann mit irgendwas da. Dann soll Mandalorian weitergemacht werden. The Book of Boba Fett, das Buch von Boba Fett. Ahsoka soll auch kommen. Andor, alles über den Planeten Andor. Dann soll natürlich auch Obi-Wan Kenobi irgendwann kommen. Dann soll Lando Calrissian, The Acolyte, was immer das ist. Rangers of the New Republic, eine Art Western. So, und weiter bislang unbetitelte Star Wars Projekte kommen auch. Also, ihr habt gerade gemerkt, schaut bitte mal unter Star Wars News und dann entdeckt ihr halt die Neuigkeiten über die gesamten Filme. Wer es wirklich als Star Wars Fan sieht und hört, weiß sowieso Bescheid, was, wie gesagt, irgendwann mal erscheinen wird in den nächsten Jahren. So, man erzählt ja jetzt was von Obi-Wan Kenobi, dass der wirklich tatsächlich, wenn wir Glück haben, zu Weihnachten, der, wenn wir ehrlich sind, ins Kino nicht kann, ist wenigstens froh, dass er wenigstens im Fernsehen in seinem da sehen kann. Ne? Hi, das war's dann auch schon. Mach mal.